Oh, wow. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Ich bin nicht so ganz auf dem Damm oder auf dem Top-Ding oder naja, ich bin nicht ganz fit. Und ja, ich bin total müde, groggy und total ausgelaugt. Aber ich dachte, ich möchte mit euch über etwas reden, wenn mir etwas aufgefallen ist. Und ja, es ist einfach meine Meinung, meine Ansicht. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das andere zurzeit so sehen. Und gut, lang genug vorgelabert. Ich fange an. Mir ist zurzeit aufgefallen, dass viele Leute viel zu viel denken, aber viel zu wenig drüber nachdenken. Ich habe oft den Eindruck, wenn ich gerade die Nachrichten anschaue oder was ich nicht oft mache, aber wenn ich es dann mal mache oder wenn ich einfach auch mal so höre, was gerade zurzeit in der Welt los ist oder wenn ich Nachrichten lese, dass viele Leute total viel denken, viele negative Gedankengänge auch teilweise haben so, und viele Ängste auch haben und sich über alles total verkopfen, aber eben nicht drüber nachdenken, was eigentlich jetzt da gerade los ist oder was das heißt oder auch langfristige Konsequenzen drüber nachzudenken. Sowas wie, dass viele Sachen, die dir vielleicht heute total als, entschuldigt, wie im Programm, es ist nur noch, sind nur noch 2 Monate, dann hört dieses Bling auf. jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Oder über einfach solche Sachen, ja, nachzudenken, was die Konsequenzen sind, und zwar nicht nur heute, sondern die Konsequenzen für morgen. Und oft habe ich so den Eindruck, viele Leute finden viele Sachen total toll, sagen, das ist fabelhaft, das ist eine gute Sache, das hilft uns jetzt, das holt uns total aus dem Problem, das wir gerade haben, raus. Aber was sie eben nicht bedenken, ist, was ist morgen? Ist morgen dieses Problem dann nicht eigentlich in Anführungszeichen erstmal viel größer oder ist es nicht dann einfach nur eine Verlagerung von Problemen? Also ich habe oft den Eindruck, viele Sachen werden zurzeit einfach verlagert. Also so als Beispiel, ja, also es ist ein ganz kleines Beispiel, zum Beispiel, wenn jemand finanzielle Probleme hat, dass er dann, also wenn jemand seinen Sparkuh geöffnet hat und dabei eben so gut wie nichts rausgekommen ist, dass er sich dann einen Kredit nimmt, weil er sich ja was Größeres leisten will und dann erstmal das Problem vom, das, was ich mir leisten will, ist dann natürlich erstmal abgearbeitet. Aber dass er dann nicht dran denkt, dass dieser Kredit ja auch wiederum Zinsen hat und die immer höher werden, immer höher und dann solche Sachen passieren, wie dass man dann in der Verschuldung landet. Und ich habe oft so den Eindruck auch in Bezug auf andere Sachen, zum Beispiel also diese Sache mit dem TTIP. Ich bin da jetzt kein Experte, ich gebe es zu, aber was ich so gehört habe, das mit diesen Schiedsgerichtgeschichten, das gefällt mir überhaupt nicht, weil ich da der Ansicht bin, wir haben ja eigentlich echt ein tolles Grundgesetz und unsere Gesetze sind wirklich fair und auch gut für jeden. Und ich bin einfach der Ansicht, dass es mit diesem Schiedsgericht-Ding wahrscheinlich nie funktionieren wird bei uns, weil wir einfach das nicht gewohnt sind von unseren Gesetzen her, von unserer Entwicklung unseres Landes. Also ich bezweifle, dass das hier gut laufen wird, aber das ist meine Ansicht. Aber es kann natürlich auch anders sein. Gut, ja. Aber eben sowas zum Beispiel, ich habe auch schon an vielen Stellen gehört, dass viele Leute mir erzählt haben, sie finden das eine ganz gute Sache. Und ich mir dann gedacht habe, aber was findet sie dran gut? Viele sagen auch solche Sätze wie, ich finde es gut. Wenn du dann nachfragst, ja, und was findest du dran gut? Ja, es ist gut. Und dann fragst du nochmal nach, ja, aber was genau findest du dran dann jetzt gut? Ja, es ist halt gut alles. Und wenn du dann selbst mal deine Ansichten dazu erklärst oder mal nur erläuterst, was du da eigentlich gerade, was das, was, wie deine Ansicht, deine. Das, was du davon verstehst, kommt oft auch gerade diese Resonanz, oh, ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Gut. Und das finde ich eher, ehrlich gesagt, gerade etwas komisch, etwas problematisch, dieses nicht die Gedanken drüber zu machen, was jetzt ist oder was jetzt gerade, was wirklich, wirklich wichtig ist, oder auch nur Halbwissen zu haben. Und viele sie engagieren sich auch gerade in meinen Augen nicht wirklich gerade dazu, das Wissen aufzustocken oder
oder besser gesagt mehr drüber zu erfahren, sondern sie bleiben eben bei dem, was sie gerade aus den Nachrichten hören, was sie aus der Zeitung hören, was sie von anderen Leuten hören, aber sie informieren sich jetzt nicht im Sinne von, frag mal jemanden, der wirklich da schon Erfahrungen damit gemacht hat oder der da schon, ja, das kennt oder der irgendwo war, wo das schon aktuell ist oder eben solche Sachen. Und jemand, der dir wirklich erzählen kann, ja, es ist so und so und es ist nicht so, wie es da und da hingestellt wird, sondern die Geschichte ist da ganz anders. Oder ja, es stimmt schon, was da gerade so im Fernsehen erzählt wird oder in den Nachrichten oder wo auch immer. Es ist so. Aber ich habe eben diesen, ich werde diesen Eindruck nicht los, dass viele Leute da, die sich diese Mühe nicht machen. Ich finde es so schade, dass der Wille des Wissens, also dieses, der Wille, neues Wissen zu erlangen, neues Wissen sich zu schaffen, neues Wissen anzueignen, zurzeit so unglaublich nachlässt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist, aber ich habe so bei mir den Eindruck, viele Leute geben sich gerade einfach mit dem zufrieden, was sie hören, was sie sehen und verifizieren nichts mehr. Also es ist einfach nur noch so dieses Prinzip, ja, ich hab's ja aus den Nachrichten. Die Nachrichten sind ja unfehlbar. Aber das sind sie nicht, weil Nachrichten werden auch von Menschen gemacht. Und auch jeder Mensch kann sich mal irren. Und jeder Mensch niemand kann mir jetzt sagen, ich habe das zu 100% recherchiert, zu 100% ist es sicher, dass das so und so ist und nicht anders. Das kann mir keiner erzählen, weil ich weiß es ja von mir. Ich kann ja auch nicht immer hinter allem, was ich sage, sagen danach, ja, aber ich bin 100% sicher, dass es nie an dem Leben anders kommt. Weil das ist ja die Sache. Du kannst nichts zu 100% sagen. Und wenn du nicht wirklich dir 100% sicher sein kannst, dass das, was da erzählt wird, sicher wirklich so ist, wie es ist, oder das, was du da hörst, so ist, wie es ist, dann solltest du auch nicht wirklich dran glauben, dass das die Wahrheit ist und die einzige Wahrheit und nichts als die Wahrheit und es dann einfach so stehen lassen. Sondern du solltest immer mehrere Quellen dir suchen, immer versuchen, die Infos zu überprüfen, immer irgendwie zumindest mal nochmal jemand anderes zu befragen, weil es kann ja auch sein, dass ein Bericht wirklich gut ist und du hörst da was raus und du sagst, ja, das stimmt, das finde ich auch so. Aber dann jemand anders da ist und der sagt zum Beispiel, ja, ich habe das jetzt aber ganz anders verstanden. Weil es kann manchmal auch einfach helfen, wenn du nicht nur die Sache so siehst von deinem Blickwinkel, sondern manchmal einfach auch andere Blickwinkel betrachtest, die dir dann helfen, zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. Okay, gut. Ich hoffe jetzt, dass meine Message irgendwie rüberkommt. Dieses Video übrigens, ich übernehme keine Gewähr, dass es gut ist. Ich muss zugeben, ich habe sehr lange überlegt, was ich euch erzählen wollte. Und dann habe ich einfach irgendwas, was mir gerade durch den Kopf geschwirrt ist, genommen. Ich bin, wie gesagt, gerade nicht so ganz fit und das bleibt wahrscheinlich auch noch am Freitag so. Also tut mir leid, falls dieses Video doof war. Glaubt mir, am Freitag wird es auch nicht viel besser. Oh Gott, es tut mir echt leid. Ja. Aber falls es euch gefallen hat und falls ihr dazu eine Meinung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen hoch da lassen oder ein Abo, freue ich mich auch drüber. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com oder ihr könnt mir einfach über Twitter und Facebook schreiben, egal wie. Ich bin da immer erreichbar. Ich bin auch jemand, ich lese, glaube wirklich jede Nachricht. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann, obwohl es nicht wirklich so dolle war, was ich glaube, gerade so gelabert habe, am Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.